Wenn du zum Beispiel im Studium bist und du hast eine sehr schwere Prüfung, letzter Versuch. Wenn du jetzt scheiterst, ist dein Studium vorbei und du musst wieder nach Hause gehen. Dein Visum kriegst du, wird nicht verlängert, das war's. Du gehst nach Hause und fängst ganz von neuem an. Wenn du so eine wichtige Prüfung hast und du bist so, was meint ihr, wie die Leute Dua machen? Und wie die auf einmal darauf achten, dass sie ihre 5 Gebete halten und pünktlich und vielleicht noch Sunna-Gebete und alles drüber und so weiter. In diesen Momenten geht das plötzlich, weil sie merken, sie sind auf Allah angewiesen. Und du hast deine Arbeit verloren und weißt nicht, wo du jetzt was Neues findest. Du suchst und suchst. Du verlierst deine Wohnung, weißt nicht, wo du unterkommen sollst. Alle diese Dinge, du kommst in schwierige Situationen und urplötzlich klappt das. Du kannst die Grenzen von Allah einhalten. Jetzt auf einmal. Vorher, wenn man so entspannt lebt, ist das immer so, ja, naja, ist okay, ich mach schon, ich mach schon. Das sind die Momente, wo der Mensch zurückkehrt, wenn er merkt, dass er nicht mehr unabhängig ist, dass er auf jemanden angewiesen ist.